Patrick Angus Private Show bezeichnet zum einen die private Bilderwelt des Künstlers, die er ausbreitet. Zum anderen bezieht es sich aber auch unmittelbar auf ein Aquarell von Patrick Angus, Private Show. Das war auch der Spruch, den viele der Tänzer, nachdem sie ihre Striptänze aufgeführt hatten, an die Freier gerichtet hatten. Would you like a private show? Das hieß, es war das Angebot, dass es auch noch weitergehen kann jetzt. Über 200 Gemälden und Zeichnungen ist das in der Tat die größte Ausstellung jetzt in Europa, die es zu seinem Werk jemals gegeben hat. Er war Einzelkind und die Begabung zeichnete sich schon früh ab, weshalb er auch schon mit 13 Jahren Malunterricht bekommen hat. Er hat sich dann sehr früh entschieden, auch das Kunststudium anzutreten, hat im College of Creative Studies in Santa Barbara studiert und hat dort auch einen sehr wichtigen Lehrer gehabt, nämlich Gary Brown. Und Gary Brown hat ihm eigentlich David Hockney auch näher gebracht. Und das war für ihn wirklich eine Initialzündung. Er selber hat dann eben im Jahr 1979 die sogenannten Los Angeles Drawings, das ist eine Serie von ca. 60 Bleistiftzeichnungen, entwickelt. Und dort hat er das Leben in Los Angeles festgehalten. Es ist sehr, sehr modern auch. Malt. In seiner Zeit war er ja, also er hat in einer Zeit gearbeitet, in der sehr viel abstrakt gemalt wurde. Und es ist äußerst interessant, dass er sich von der Abstraktion abgewandt hat. Also er gehört zum Bay Area Figurative Movement und hat eigentlich wieder was ganz Neues geschaffen. Er ist zurück zur Figuration gekommen. Er benutzt auch sehr alte Stilmittel. Also er malt zum Beispiel die Schichtung seiner Acrylfarbe, wie man das auch hier in diesem Acrylgemälde mit Oscar Wilde sieht, ist ein Verfahren aus der klassischen Moderne, das zum Beispiel auch Picasso oder Matisse benutzt haben. Und dadurch bekommt diese Farbigkeit auch etwas Grelles, etwas sehr Frisches und ist unglaublich präsent. Patrick Angus ist der malende Chronist der schwulen Lebenswelt in New York der späten 1970er und 80er Jahre. Und er hat immer gesagt, er möchte den Schwulen eine Stimme geben, er möchte zeigen, wie sie leben, lieben, aber was auch ihre Sehnsüchte sind, was ihre Enttäuschungen sind, was auch ihr Kampf auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten bedeutet. Und das betrifft natürlich alle. Wir alle wissen, was es auch bedeutet, verliebt zu sein oder seine Leidenschaften nicht ausleben zu können. Von daher ist es auch ein universelles Thema. Und all das hat uns gezeigt, dass dieses Thema eine große Relevanz hat und dass wir es deshalb öffentlich machen möchten, damit man auf dieser Basis diskutieren kann. Und deshalb ist uns auch sehr wichtig, dass wir mit der Kunstvermittlung von Jugendlichen für Jugendliche spezielle Programme und Workshops zu diesen Themen anbieten.